Hey ho, mal wieder ein fruchtiges Willkommen zu einem neuen kleinen Projekt, beziehungsweise zu einem neuen kleinen Spielchen. Ich möchte jetzt nämlich gerne auf diesem Kanal unter anderem das Spiel Stardew Valley spielen. Das hatte ich ja schon mal ganz kurz auf meinem anderen Kanal angefangen, so ein paar Folgen, hab's dann aber irgendwie abgebrochen und das fand ich bis heute immer noch sehr, sehr schade. Und dieses Spiel macht wirklich sehr viel Spaß. Es ist sehr schön gemacht, es ist wirklich mit Liebe erstellt worden, das merkt man überall. Und deswegen möchte ich das Ganze natürlich nochmal ein bisschen spielen. Und wir werden das Ganze jetzt nicht auf Englisch spielen, sondern es gibt seit wenigen Tagen endlich eine kleine Beta-Version, wo man die Sprache auswählen kann. Das ist mega, mega cool. Natürlich werden wir das Ganze auf Deutsch spielen. Jetzt verstehen wir auch wirklich alles endlich mal. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht mehr lange. Wir starten ein neues Spiel. Und müssen jetzt natürlich erstmal alles einstellen. Wir nennen uns... da stimmt irgendwie ein bisschen was nicht. So. So sieht das schon mal besser aus. Wir haben den Früchtehof. Und wir mögen Obst. Was auch sonst. Obst ist gesund und lecker. Ich hasse Obst eigentlich, aber egal. Gut, ja, wir nehmen eine Katze. Hunde sind auch ganz cool, aber da mag ich Katzen doch lieber. Und ich hätte zwar lieber noch Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster, Goldfisch und noch andere Auswahlmöglichkeiten. Vielleicht kommt das ja nochmal irgendwann. Gut, wir wählen uns jetzt unseren Charakter aus. Ich klicke mal ein bisschen random durch. Da kommen teilweise echt lustige Sachen. Ja. Wir gucken mal, dass wir irgendwas bekommen. Die Haare finde ich ganz cool. Ich möchte die aber gerne in braun haben. Wie bekomme ich denn jetzt hier braun hin? Ist das braun? Ist das braun? Ich glaube, ne? So. Die Hautfarbe finde ich, glaube ich, besser. Und wir nehmen einfach mal ein anderes Hemd. Was haben wir denn hier so Schönes? Nö. Das finde ich ganz cool. Aber dann nehmen wir eine blaue Hose. Und ich glaube, wir haben noch irgendwie einen Bart oder sowas. Ja, so sehen wir nicht ganz so alt aus. So sehen wir ein bisschen wie so ein alter Mann aus, wie so ein alter Opa. Nein, wir machen das so. Ich glaube, das passt jetzt ganz gut. Und jetzt kann man ja schon seit dem letzten Update hier auch auswählen, was für eine Farm man denn gerne haben möchte. Eine Standardfarm, ganz normal. Eine Flussbettfarm oder Flussbetthof mit ganz viel Wasser, mit Inseln, mit vielen Fischen. Das finde ich auch ganz cool. Aber ich glaube nicht so für immer. Also mal Urlaub machen oder so, ganz schön. Dann den Waldhof mit ganz vielen Bäumen, ganz vielen Wäldern. Und man kann die Schätze vor der Haustür finden. Klingt auch ganz cool. Bergspitzenhof. Das finde ich wirklich sehr interessant. Mit einem Fluss, der da so durchs Grundstück geht. Dann ganz viele Berge. Und man kann dort ja Erze abbauen. Das finde ich auch recht cool. Aber leider schwer, um irgendwelche Sachen drauf zu bauen. Und wir haben einen Wildnishof. Eine Menge gutes Land hier. Aber pass auf, in der Nacht kommen die Monster. Das klingt irgendwie am coolsten, finde ich. Und es scheint dort ja ganz normal Land zur Verfügung zu stehen. Da kann man viel bauen später. Ich möchte auch wirklich viel bauen später. Und ja, das ist, denke ich, das Coolste. Mal gucken, ob die Monster schwer sind oder nicht. Aber auf jeden Fall ist es eine kleine Herausforderung. Und für meinen ganz besonderen Enkel. Ich will, dass du diesen versiegelten Brief bekommst. Nein, nein, öffne ihn noch nicht. Habe Geduld. Jetzt hör mir zu. Der Tag wird kommen, an dem du dich von der Last des modernen Lebens erdrückt fühlen wirst.
und deine strahlende Seele wird vor der wachsenden Leere verblassen. Wenn das passiert, mein Junge, wirst du bereit für dieses Geschenk sein. Jetzt lass Opa ein Schläfchen machen. Ein allerletztes Schläfchen. Ja, viele Jahre später bei der Joya Corporation. Alle am Arbeiten, keiner macht Pause. Oben sind so zwei Wachleute, die aufpassen, dass wir auch arbeiten. Sehr schön. Smile, you are with Joya. Ja, der eine wurde erstmal terminated. Dann haben wir da den Cowboy aus Toy Story. Auch sehr schön. Und da sind wir. Life's better with Joya. Ganz rechts ist übrigens unser Kollege Horst. Horst musste jetzt drei Tage Überstunden schieben. Nachtschicht und so. Der scheint ein bisschen kaputt zu sein. Und wir werden auch langsam immer kaputter. Diese Arbeit macht uns einfach fertig. Dieses tägliche, immer das Gleiche tun. Arbeit, schlafen, essen, Arbeit. Wir brauchen Veränderung. Lieber Hiro Vitabomb, wenn du das hier liest, dann wirst du eine Veränderung bitter nötig haben. Das gleiche ist auch mir vor langer Zeit passiert. Ich habe vergessen, was im Leben wirklich wichtig ist, nämlich Verbundenheit mit anderen Menschen und der Natur. Also habe ich alles aufgegeben und bin an den Ort gegangen, an den ich wirklich gehöre. Ich habe den Vertrag zu jenem Ort beigelegt. Mein ganzer Stolz, Früchtehof. Er liegt im Sterntautal an der südlichen Küste. Er ist der perfekte Ort, um mit deinem neuen Leben zu beginnen. Das war mein kostbarstes Geschenk und jetzt gehört es dir. Ich bin mir sicher, du wirst den Familiennamen ehren, mein Junge. Viel Glück in Liebe, dein Opa. PS, wenn Louis noch lebt, sag dem alten Kerl Hallo von mir, ja? Klar, werden wir machen. Ruhe in Frieden, Opa. Wir werden dich niemals vergessen. Und da sitzen wir auch schon im Bus in Richtung Sternentautal. Ja, wir sind mal wieder mit Flixbus unterwegs, haben 3 Stunden Verspätung. Bus ist komplett ausgebucht. WLAN funktioniert mal wieder bescheiden. Ja, 0,8 Kilometer. Wir sind zum Glück jeden Moment da. Hallo, du musst Hiro Vitabomb sein. Ich bin Robin, die hiesige Schreinerin. Bürgermeister Louis hat mich geschickt, um dir den Weg zu deinem neuen Zuhause zu zeigen. Er ist gerade dort und räumt ein wenig für deine Ankunft auf. Der Hof ist dort drüben. Folge mir einfach. Geht klar. Das ist Früchtehof, dein Hof. Ja, okay. Was ist los? Klar, er ist ein wenig überwuchert, aber unter dem Durcheinander ist ein gutes Fundament. Mit ein wenig Hingabe hast du das im Nu aufgeräumt. Ein bisschen mehr Hingabe, glaube ich, aber das kriegen wir schon hin. Und hier sind wir. Dein neues Zuhause. Yeah, juhu. Ein Einbrecher. Ah, unser Neuankömmling. Willkommen, ich bin Louis, Bürgermeister der Stadt Pelikan. Jeder hat schon nach dir gefragt. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass jemand Neues einzieht. Das ist ein ziemlich großes Ereignis. Also, du ziehst in die alte Hütte deines Großvaters ein. Es ist ein gutes Haus, sehr rustikal. Ich find's ganz schön. Rustikal, so kann man es vielleicht auch sagen. Schäbig wäre wohl eher ein wenig passender. Wie unhöflich. Hör nicht auf sie, Hiro Vitabomb. Sie will dich nur beeinflussen, damit du ein paar ihrer Verbesserungen für das Haus kaufst.
Tja, da wurde wohl wer ertappt. Jedenfalls, du bist sicher müde von deiner langen Reise. Du solltest dich ein wenig ausruhen. Morgen erkundest du dann am besten ein wenig die Stadt und stellst dich den anderen vor. Das wissen sie sicher zu schätzen. Oh, fast vergessen. Falls du irgendwas zu verkaufen hast, leg es einfach in die Box hier. Ich komme dann in der Nacht vorbei und nehme es mit. Nun, viel Glück! Speichern! Dein Fortschritt wurde gespeichert. Ja, da beginnt also quasi unser neues Leben. Ja, wir haben jetzt natürlich schon einige Zeit verplempert mit diesen ganzen Erklärungen, mit diesen ganzen, ja, Kennenlernen. Deswegen wird jetzt die erste Folge wahrscheinlich ein bisschen länger werden. Ich wollte nämlich gerne pro Folge einen Tag machen, weil die Tage vergehen ja hier relativ schnell. Wahrsager, willkommen zurück bei Velviks Orakel. Wenn du hier geheimes Wissen über die Zukunft suchst, bist du hier richtig. Die Geister fühlen sich heute neutral gesinnt. Der Tag liegt in deinen Händen. Okay. Ja, anscheinend gibt es wohl auch so ein paar Veränderungen. Also hier das Haus sieht ein bisschen anders aus. Mit diesen Masken hier, das Fenster und so. Und es wäre eine nette Geste, dich jedem im Dorf vorzustellen. Manche Leute sind eventuell etwas zurückhaltend, wenn es darum geht, den neuen Einwohnern zu begrüßen. So, da haben wir noch ein Geschenk. Pastinakensaat. Okay. Wer zur Hölle hat das mit Pastinaken übersetzt? Dieses Wort habe ich, glaube ich, seit Jahren nicht mehr gehört. Hier eine Kleinigkeit, um dir den Start zu erleichtern. Bürgermeister Lewis. Ja, vielen Dank. Wenn du ein Bauer werden willst, musst du mit den Grundlagen anfangen. Benutze deine Hacke, um das Feld zu bestellen. Benutze dann eine Saat auf dieser Erde, um etwas anzupflanzen. Bewässere sie jeden Tag, bis die Pflanzen zur Ernte herangewachsen ist. Baue eine Pastinake an und ernte sie. Ja, gut. Ich bin der Meinung, es hat sich auch ein bisschen was verändert. Zum Beispiel diese Luke hier, dieses Teil hier, was auch immer das darstellen soll, das war in der letzten Version noch nicht da. Und ich war der Meinung, hier war irgendwie ein kleiner See und da war kein See. Also es hat sich wohl auch optisch ein bisschen was geändert. Ich weiß noch nicht, ob das mit dem letzten Update kam oder ob das jetzt mit der Beta reingekommen ist. Aber mal gucken. So, wir werden jetzt erstmal unsere Pastinaken anpflanzen. Ich dachte immer, dass das Rüben oder sowas waren. Aber anscheinend sind das Pastinaken. So, ein bisschen Platz machen. Hacke, hacke. So, der Baum kommt schon mal weg. Dann können wir hier was anpflanzen. Achtung, Baum fällt. Wir brauchen auf jeden Fall auch gleich ein bisschen Holz. Ich weiß gar nicht, können wir schon... Ja, wir können schon eine Kiste machen. 50 Holz brauchen wir dafür. Das ist so ziemlich das Wichtigste, finde ich. Müssen wir mal gucken, dass wir die 50 Holz zusammenbekommen. So. So, ein bisschen klar Schiff machen hier. Da ist auch noch was. Ein Steinchen. So, und den Baum fällen wir auch mal. Den fällen wir mal lieber in die Richtung. Ich muss da aufpassen, dass ich gleich noch genug Energie habe, um die Sachen anzupflanzen. So. Dann müsste es ja auch schon fast reichen. Das reicht sogar schon. Cool. Können wir eine Kiste craften. So, wir haben sogar schon mal Kohle bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich die Kiste hier draußen hin platziere. Ich glaube ja, da klaut keiner was. Dann kann nämlich das hier schon mal alles rein. Und jetzt können wir hier ein bisschen das Feld bestellen. So. Wir haben 15 Stück, ne? Wir werden aber, glaube ich, auch in den ersten Tagen ziemlich viel kaufen. An Saat jetzt, damit wir auch wirklich viel anpflanzen können. Weil das bringt immer ganz gut Kohle.
on Gießen. So. Ja, ich weiß, dass die ersten Tage auch noch sehr viel Erklärung kommt, dass sehr viele neue Sachen kennenlernen. Und deswegen werden wir wahrscheinlich sowieso nicht allzu viel Zeit haben, um jetzt groß durch die Gegend zu laufen. Aber wir machen jetzt schon mal eine kleine Tour, gucken, was wir so finden können. Und wir finden gleich mal massenweise Blumen. Ach, wie cool. Gleich so viele. Da ist nichts mehr. Das ist ja schon mal nice. So. Wir müssen auch zusehen, dass wir ja im Laufe der ersten Tage, Wochen irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Denn es sind ja auch noch einige Festivals. Hier zum Beispiel ist das Eierfest. Irgendwelche Geburtstage, der Blumentanz. Boah, da war einer. Wer bist du denn? Gas. Oh, hallo du. Ich bin Gas, Chef und Besitzer der Kneipe zum Sternenfall. Wie cool. Lernen wir gleich mal ein paar Leute kennen. Ah, Bürgermeister Louis hat mir gesagt, dass du gerade angekommen bist. Ich bin Mani. Oh, stimmt ja. Ich habe gehört, dass jemand auf den alten Hof zieht. So, und hier können wir gleich mal ein paar Sachen kaufen. Hey du, bist Thiro Witterbaum, der neue Bauer, oder? Ich bin Pierre, der Besitzer des örtlichen Gemischtwarenladens. Wenn du Saat brauchst, ist mein Laden der richtige Ort dafür. Ich kaufe dir auch deine Erzeugnisse zu einem guten Preis ab. Ich wüsste gerne mal, ob er mehr bezahlt, als das, was wir in die Kiste schmeißen können. Wir brauchen auf jeden Fall diesen Rucksack und der kostet 2000. Ja, die Bohnen können wir erst in ein paar Tagen ernten. Aber Bohnen bringen, glaube ich, recht gut Geld. Und deswegen kaufen wir mal ein bisschen. Wir können auch mal eine Pastinake mitnehmen. Ich finde diesen Namen immer noch so ungewohnt. Und dann würde ich sagen, laufen wir mal hier oben lang. Gibt es hier auch noch irgendwas zu finden? Noch eine Blume. Wie cool. So, ansonsten, hier ist ein schöner Spielplatz. Und hier ist dieses Community Center. Das werden wir dann später noch genauer erforschen. Das hatte ich ja beim letzten Mal gerade so angefangen und danach habe ich dann ja aufgehört. Also ich war, glaube ich, Tag 15 oder sowas ungefähr. Und da ist einer. Wer bist du denn? Jemand Fremdes? Hallo? Okay. Lass dich von mir nicht stören. Ich lebe alleine hier draußen. Okay. Ach, hier oben in dem Zelt wohnt er. Ah, hier ist auch der Weg verschüttet. Zur Eisenbahn geht's da. Okay, cool. Da war ich zum Beispiel noch gar nicht. Das kenne ich gar nicht. Und hier ist aber ausnahmsweise mal gar nichts. Gut, dann können wir hier gleich mal den Weg ein bisschen frei machen, damit wir hier auch durchkommen. So. Einfach mal alles weg hier. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Platz, um was anzuhacken. Boah, nicht kaputt machen. So, da können wir noch die letzte Pastinake hinmachen und jetzt haben wir hier nämlich genug Platz, um genau alles anzupflanzen. So, sehr cool. So, wir können mal davon eins und davon eins lagern, weil das brauchen wir später noch. Den Rest könnten wir eigentlich verkaufen, aber ich will gerade mal ausprobieren, ob dieser komische Händler mir ein bisschen mehr dafür gibt. Wenn er nicht gleich schon zumacht. Ich habe das Problem, ich glaube 15 Uhr macht er zu. Mal gucken. Er hat noch auf. Da ist wer Neues. Wer bist du? Lea. Hallo, es ist nett, dich kennenzulernen. Ja, finde ich auch.
Ich möchte was verkaufen. Wie verkaufe ich denn was? Oh. Ach, er gibt mir dafür 40 und dafür gibt er mir jeweils 30. Wie viel kriege ich denn beim Händler dafür? Ach, das ist erst eingetragen, wenn ich es verkauft habe, ne? Aber ich glaube, ich kriege beim Händler sogar mehr dafür. Deswegen werden wir das erstmal lassen. Hallo. Oh, bist du nicht gerade hergezogen? Maru, ich bin Maru. Ich habe mich darauf gefreut, dich kennenzulernen. Ach, wie cool. Lernen wir ja schon mal richtig viele Leute kennen. Und ja. Ach, da steht ein Typ. Ah, der neue Bauer, den wir alle erwartet haben. Und dessen Ankunft viele Konversationen entfacht hat. Ich bin Elliot. Ich lebe an dem kleinen Hütte am Strand. Es ist mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Der ist mir irgendwie unheimlich. Und da ist eine Muschel. Ja, die bringen immer gut Geld. Das weiß ich noch. Ich hoffe, hier ist noch irgendwo was. Aber anscheinend... Ist das irgendwas? Nö. Ja, hier ist auch so eine coole Brücke. Da drüben sind irgendwie Korallen oder sowas. Die waren, glaube ich, richtig viel wert. Müssen wir mal schauen, dass wir irgendwie ein bisschen Holz zusammensammeln für die Brücke. Das war, denke ich, ganz cool. Und da haben wir doch nochmal eine Blume. Hallo. Willkommen im Sternentautaler Archäologiebüro. Das ist peinlich, aber der letzte Museumsdirektor hat sich mit den ganzen Schätzen und der ganzen Sammlung aus dem Staub gemacht. Wir haben keine Artefakte, die wir ausstellen können. Aber ich hoffe, wir können das bald ändern. Falls du irgendwelche Artefakte oder Minerale da draußen findest, kannst du es mich wissen lassen? Ja, da ist ein Buch. Irgendwo ist da ein Buch. Wie war das nochmal? Da fehlt ein Buch. Ja, toll. Okay, aber ein Buch ist doch da, ne? Oder nicht? Hm. Seltsam. So. Dann kennen wir den auch schon mal. Hier war, glaube ich, der Schmied. Der hat schon zu. Bis 16 Uhr natürlich. Schade. Und jetzt müssen wir mal schauen. Da ist noch was. Dass wir halt so ein bisschen Geld zusammengesammelt bekommen. Hier oben noch was? Nö. Gut, dann können wir eigentlich mal wieder nach Hause gehen, denke ich. Weil viel mehr werden wir, glaube ich, auch nicht finden. Ja. Da ist noch ein Typ. Hallo, bleib stehen. Wir kennen uns noch nicht. Ich kenne dich nicht. Warum redest du mit mir? Okay, ich gehe ja schon. Da ist noch einer. Der Alex. Oh hey, du bist also der neue Typ, oder? Cool. Ja. Oh, hier sitzt einer. Es ist nervig, all diese neuen Leute kennenzulernen. Zu müssen. Nicht. Mein Name ist übrigens Georg. Und jetzt zisch ab. Ja, der scheint im Rollstuhl zu sitzen. Oh, hallo und willkommen in unserer kleinen Gemeinde, mein Kind. Du kannst mich Oma nennen, wenn du willst. Ah, die Evelyn. Sehr cool. Wir kennen hier wirklich schon viele Leute jetzt. Wer seid ihr? Du bist... Ah, Penny. Oh, wolltest du etwas? Okay. Ah, weißt du, in einem kleinen Ort wie diesem hier kann ein neues Gesicht die Dynamik ziemlich verändern. Es ist aufregend. Ah. Wir sind also eine Attraktion. Oh, hier ist ja richtig viel los. Ah, richtig cool, hier diese Bar und so. Hey Kind, ich heiße Pam. Hey Kind, ich würde dir was ausgeben, wenn ich mir das leisten könnte. Hey Kind,
ich würde dir was ausgeben, wenn ich mir das leisten könnte. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Die sieht auch schon so aus, die rennt in so einem Jogginganzug rum und so. Den kennen wir ja schon. Ich kann es in deinem Gesicht ablesen. Dir wird es in Pelikanstadt gefallen. Falls du nach irgendeiner Aktivität für diesen Abend suchst, schau mal in der Kneipe vorbei. Dort arbeite ich. Ja, das sehe ich gerade. Wir sind in der Kneipe. Und der möchte nicht mit mir reden. Da ist auch keiner. Gut. So, ich würde fast sagen, das war es dann auch schon mit dieser langen Einführungsfolge. Ich gehe jetzt nochmal nach Hause. Ich werde jetzt nicht mehr so viel erkunden heute, weil sonst wird die Folge einfach viel zu lang. Viel zu lang. Und normalerweise sollen die Folgen so 15 bis 20 Minuten gehen. Das ist, denke ich, in Ordnung. Und ja. Und da sitzt auch schon ein Slimeviech. Ach, wie cool. Das ignorieren wir jetzt einfach mal. Und wir gehen ins Bett. Und ich möchte gerne die Folgen immer damit abschließen, dass ich zeige, was wir denn so verdient haben an dem Tag. Und wir haben 120 Gold bekommen. Also 30 Gold für diese Blumen. Genauso viel, wie der Händler mir gezahlt hätte. Und da unten ist ein Haus. Wie cool. Da raucht es sogar und so. Ach, wie cool. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Immer schön fruchtig bleiben. Und ciao.